Willkommen zurück! Im letzten Part ging das große Steintor auf und das hat mir wieder in Erinnerung gerufen, dass ich in Welt 3 diese eine Stelle hatte, wo innerhalb der Mauer so ein Weg zu sehen war, wie ein Levelweg, also ein Weg zwischen zwei Leveln, aber ich wusste nicht, wie man rankommt. Ich habe das nur wieder vergessen, weil ich einfach hier die Liste geguckt habe und überall ein grünes Häkchen habe, außer jetzt beim Königssamen, aber da wird es wahrscheinlich auch kein Secret geben, aber vielleicht ist es das. Nichtsdestotrotz, ich werde da nachher nochmal vorbeischauen, denn ich habe ja auch keinen Weg in die Spezialwelt gefunden. Muss es ja eigentlich noch geben. Und das Einzige, was dann noch übrig bleibt, dass es irgendwo auf der Map eine Stelle gibt, die man mit A untersuchen kann. Das werde ich nachher mal gucken. Wahrscheinlich hat es mir auch der ein oder andere schon in die Kommentare geschrieben, aber ihr müsst ja bedenken, ne? Ich bin aufnahmetechnisch und vor allem uploadtechnisch Wildleben in der Kegelbahn. Immer ein bisschen hinterher, was die Parts angeht. Und die meisten Sachen, die man so rausfindet, indem man das Spiel einfach spielt, die finde ich dann schon auch noch selber raus. Also wenn es Tipps, die mich wirklich weiterbringen, sind halt mehr so allgemeine Tipps zum Spiel. Also über Mechaniken oder irgendwelche kleine Anekdoten. Aber das meiste, was man halt durch Spielen auch rausfindet, das habe ich dann in den meisten Fällen auch selber schon rausgefunden. Nach zwei, drei weiteren Parts. So, kann man die wegrutschen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, natürlich nicht. Warum probiere ich es eigentlich überhaupt noch? Ich glaube, die generelle Regel ist, alles, was Stacheln hat, lässt sich nicht wegrutschen. Mario ist nicht länger unverwundbar. Oh, der Bohrer ist ja aber irgendwie überhaupt nicht lustig. Ich will rutschen, nicht bohren. Kann ich den absichtlich verlieren? Komm, mach den mal kurz weg. Was habe ich eigentlich für ein Abzeichen ausgerüstet? Gar keins? Ach doch, das Münzenbelohnung. Ja, okay. Holla! Schnelle Richtungswechselung. Sehr gut gemacht. Und schon bin ich klein. Das ist vielleicht nicht ganz so gut. Werde ich direkt am Anfang des Parts mein Leben verlieren? Oh, was ist das denn? Moment, ist da, hat der ein Rad? Das ist wie ein Knochentrocken, der... Das ist der weirdeste Gegner, den ich je gesehen habe. Das ist ein Kopf auf einem Rad. Mit einem Griff dran. Oder einer Leine. Nennen wir es mal Leine. Alter Schwede. Oh Gott, ey, die Entwickler. Das kann doch wirklich keiner behaupten, dass die nicht irgendwie sehr, sehr gut drauf waren, während sie dieses Spiel entwickelt haben, oder? Ich weiß nicht genau, wie sie es gemacht haben, aber man kann den sogar abreißen. Moment, hier unten ist nichts. Hier unten muss was sein. Ja. Weil das war ja kein Abgrund. Ich kann Marios Augen sehen. Das ist unheimlich hier. Attacke! Oh, habe ich nicht weit genug aufgeladen. Kann ich da oben auch nochmal raus? Ja, vielleicht hätte man auch an der anderen Stelle runterkommen können. Und das hier ist nur der Ausgang. Ach nein, da ist ja zu. Okay. Aber interessant, dass der Abgrund trotzdem bis nach unten geht. Schönes Detail dann einfach nur. Endlich! Also Billo-Gubbas, wenigstens die kann ich wegrutschen. Wihi! Ich hab nur ein bisschen Schiss, dass ich in so eine Stachelkugel reinrutsche, wenn ich nicht vorsichtig bin. Da ist ein Checkpoint, aber vorher gibt's noch eine lila Münze. Na gut. Oh, jetzt hätte ich 100. Ich darf nicht vergessen, dass ich in dem einen Laden noch einen Samen kaufen muss. Nicht, dass der mir am Ende fehlt. Das sind ja schon ein bisschen wie die Spike-Bälle in Mario Maker, nur werden sie nicht von Spikes geworfen. Was ist das denn jetzt hier eigentlich? Schnuppere ich hier ein Wunder? Oh, der Elefant ist einfach so krank. Der ist so krank drauf. Okay. Ich sehe schon. Piu, piu. Ich will da oben lang, wenn unser Dickhäuterchen das schafft. Ja. Kann ich den jetzt in die... Moment. Kann ich den auch in die andere Richtung umlenken? Oh, no. Nee! Einfach Insta-Kill. Warte. Boah, ich weiß ja echt nicht. Das ist alles... Ich finde das alles nur störend. Ne? Diese ganzen extra... diese ganzen extra Moves. Die bringen mich eigentlich mehr raus, als dass sie mir helfen. Wahrscheinlich bräuchte ich nur ein bisschen mehr Übung damit. Die sind halt so situationsspezifisch, nenne ich es jetzt mal, wo die nützlich sind. Und in 80% der Zeit
vergisst man, dass man die hat und drückt die falschen Knöpfe. Also gut, dann ist es das nicht. Würde ich mal sagen, renne ich lieber mal davon. Hui! Oder ich rutsch davon. Ey, das Ding ist schnell. Wieso ist das schnell? Oh, nice, ein Stein. Yippie! Endlich werde ich hier mal ein bisschen unter Druck gesetzt. So, jetzt, guck mal. Hätte ich mir gar keine allzu großen Gedanken drüber machen müssen. Oh, ich mag diesen Tilt. Münze Nummer 3. Sieht gefährlich aus, ja. Schlonski! Die größer als vorher. Oh! Kriege ich die Münze noch? Oh ja. Aber das, was diese riesige Kugel da geöffnet hat, das war ein riesiger Abgrund. Aber inzwischen hatten wir so viele Stellen, wo ich dachte, hey, das sieht total nach Secret aus und dann war es das irgendwie doch nicht. Schöner Sockel für den Samen. Das Level gefällt mir sehr gut. Das ist ein extrem nices Level. Es hat schöne Gegnervielfalt oder neue Gegner. Diese Kugeln machen Spaß. Und das Wunder war aufregend. Ja, hinterlasse ich eine gute Wertung auf. Keine Ahnung, was ist so ein typisches Touristenportal? Moment, was ist das denn jetzt? Kriege ich hier noch irgendwo eine Kugel? Kugel! Wo kriege ich die denn her? Da! Die kommt nur nicht zurück, oder? Doch! Schafft sie es auch über diesen Berg? Ah! So, sag mir jetzt nicht, ich hätte hier noch das Elefantenkostüm haben müssen. Oder ich finde mal wieder unsichtbare Blöcke. Aber so funktioniert das nicht. Ich wüsste nicht wirklich, wie ich da rankommen soll. Ich bräuchte entweder den Bohrer oder das Elefant. Das Elefant, Mann. Weil hier sieht es zwar so aus, als könnte noch eine Kugel kommen. Da kommt doch eine. Na gut, dann nehmen wir doch die. Wo war denn die vorher? Dankeschön. Freundliche Komplizenkugel. Ich traue mich eigentlich gar nicht mehr, ne? Das bringt wahrscheinlich sowieso nichts, da drauf zu spinjumpen. So. Was mich die Stampfattacke schon gerettet hat. Whee. Yes. Ich glaube, das ist direkt in eins meiner Lieblingslevel aufgestiegen. Ist zwar natürlich nur optional, nehme ich mal an. Weil den Weg weiter nach oben, den hatte ich ja schon im letzten Part freigespielt. Hoppla! What is this? Da ist ein Secret? Bestimmt ein Captain Toad. Aber sowas vermute ich halt auch in Welt 3. Leel! Hi! Okay, unglaublich, oder? Was für ein Ort, um jemanden zu begegnen, findet ihr nicht? Auf der Suche nach Schätzen bin ich in eine Röhre gesprungen und dann ausgerechnet hier gelandet. Schon komisch, dass die Röhren so viele verschiedene Orte miteinander verbinden. Wusstet ihr das? Tja, da habe ich ganz schön in die Röhre geschaut. Hätte ich das besser mal gemacht, bevor ich reingesprungen bin. Egal, jedenfalls 50 Blumenmünzen habe ich gefunden. Doch, es waren immer schon 50, oder? 100 kriegt man für alle Samen finden. Ich dachte, er wäre geiziger geworden, aber nee. Die könnt ihr haben für euer Abenteuer. Hier, bitteschön. Danke. Das ist schlecht aber, weil dann habe ich ja nach wie vor keine Idee, wo es hier zur Special World gehen soll. Weißt du? Das ist irgendwie... Das kann kein Secret Exit sein, wie gesagt, weil ich ja die Stempel alle habe. Die grünen. Naja, vielleicht bin ich ja hier doch auf einen Tipp angewiesen. Who knows? Schnaufpause. Rase-Ratte-Rennen, so heißen die also. Die hätte ich jetzt nicht als Ratten identifiziert. Für mich sind das eher so kleine Hundis. Oder? Schon. Was ist das? Oh! On-Off-Switches? Als ob. Moment, ich bin gerade mega verwirrt. Haben wir die jetzt in diesem Spiel schon mal gesehen, oder? Die gab es doch bisher nur offiziell in Mario Maker. So, wo ist jetzt eigentlich die Raseratte? Wo kommt die her? Von da hinten? Sag an. Kein Bock. Das ist doch eindeutig ein Hund. Das ist doch keine Ratte. Jawoll!
Oh, ich war nicht schnell genug. Sie ist einfach zerschellt. Moment, wie stellen wir das dann am besten an, dass ich da hinterherkomme? Reicht das? Yes, baby. Nicer Gegner, muss ich sagen. Was ist denn mit Mario los? Moment, nee, das kann nicht sein. Wird er müde, wenn man zu lange rennt? Und hat dann so eine Animation? Das sah gerade so ein bisschen aus, aber ich habe auch nicht richtig hingeguckt. Alles klar. Ich habe ein bisschen Sorge, dass ich hier in der Wüste das ein oder andere übersehe, weil die Level ja erst aufploppen, wenn man sich in die Nähe von ihnen begibt. Hier war irgendwo noch was, genau. Und das hier? Das ist nur ein kleines Sahnehäufchen. Hoffen wir mal, dass es Sahne ist. Und nicht ein Häufchen von einem der Raseratten. Abzeichentest, Fallschirmmütze, DOS. Die Fallschirmmütze. Aha. Ja, die Fallschirmmütze ist auch fast so ein bisschen wie das Flughörnchen. Nochmal versichern, welcher Knopf es ist. Siu! Wieso verstehe ich überall immer nur Siu? Also gut. Hier entlang. Was ist da unten? Na, da geht's wohl nur auf den Boden. Das heißt, das ist nichts für mich. Ich will Action zwischen den Piranha-Pflanzen! Halte durch! Wird gemacht. Oh no! Alter! Wieso hat das nicht gereicht? Das war kritisch. Wie weit ich springen kann, das hängt vom Anlauf ab, würde ich mal sagen. Oder wird man langsamer, wenn man... Moment mal. Gibt es eine Möglichkeit, noch mehr Dampf zu kriegen? Oder mal ist es so gedacht, dass man zwischendurch nochmal landet. Bitte sei Boden. Danke. Ja, das denke ich auch. Jetzt kann ich gerade mal schnell testen. Ja, man kommt höher. Wenn man das macht, einen Wandsprung und anschließend zurückfliegt, dann kommt man immer ein bisschen höher. Das heißt, man kann eigentlich unendlich Wände nach oben klettern dadurch. Ja. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wie man nochmal... Man kann ja nicht die Mütze nochmal so aufpumpen, dass man fliegen kann quasi mit einem, wie mit einem Cape. Yeah! Dieses Abzeichen hast du gemeistert. Möchtest du es verwenden? Ach ja, komm. Münzen. Ich glaube, das betrifft nur die gelben, also die normalen Münzen, ne, die man mehr bekommt. Weil die lila Münzen, die sind ja immer versteckt. So, jetzt mache ich mal das, was Florian sowieso immer von mir verlangt, nämlich auf die Karte gucken. Da drüben ist noch ein Weg auf der linken Seite. Kann man sich das aussuchen, wo man hier jetzt genau lang will? Ich würde mal sagen, ich gehe eher in die Richtung. Nochmal an der Oase vorbei und am Laden. So, her mit dem Ding. Und diesmal behalte ich mir ein paar mehr Münzen auf. Für den Fall. Komm gern jederzeit wieder. Der steht hier jetzt schon seit Tagen in der Sonne rum. So heiß kann es ja dann hier wohl gar nicht sein. Sieht man eigentlich auf der Map, wo noch versteckte Level sind? Nicht so wirklich. Upsa. Nein? Das? Nix? Ah, bluh. Das hier, oder? Ja, nächtlicher Ballonschwarm. Na, zeig mal her. Aha, Items absetzen. Immerhin, das geht noch. So, was seid ihr denn? Ihr seid Bouncy? Moment, ich will immer weiter auf die draufspringen und die werden immer kleiner. Die geben richtig hohen Jump. Hui. Und der ist anders? Ja, der hält ein bisschen mehr aus. Was ist das denn schon wieder? Und es ist Vollmond. Seht ihr dieses Pumpensystem? Das ist so niedlich, ey. Was kann er denn gegen Feuer? Gar nichts. Das hält er nicht aus. Ja, Ballons gegen Feuer. Das ist zu krank. Und Stampfattacken ebenfalls. Boing! Yuppie! Oh, geht's etwa noch weiter nach oben? Sie ist ja nicht mehr im Bild. Oh,
Hat aber wohl trotzdem funktioniert. Dann gib mir nochmal einen neuen. Nein! Ah, die geben von alleine auf nach einer Weile. Okay. Weil immer, hinten immer mehr Luft entweicht. Hopsa! Seitlich darf man auch nicht in die reinspringen. Die sind aber echt empfindlich, du. Die sind ja mal richtig empfindlich. Der Vollmond scheint. Das ist aber nicht unser Mond, oder? Ich erkenne nicht die typische Kraterform. Kein Hase, kein Mann im Mond. Macht gar nichts. Mhm. Ich habe ein paar Röhren gesehen. Was ist denn mit denen verkehrt? Bitte geh weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Aha. Ja, das ist so die typische Nintendo-Art. Ach so, das... Oh, sorry. Nee, das war sein Pilz. Ich habe ihn geklaut. Ah, das ist halt so die typische Nintendo-Art, ne, zu sagen, hier ist was. Du musst einfach nur, sobald ein NPC sagt, hier ist nix oder ich habe keine Ahnung, wie man das hier schaffen soll, dann ist da immer was. In Zelda machen sie das immer so. Ah, schon wieder eine Blume. Was ist das denn für ein fröhliches Level, ey? Das ist ja abartig. Wuhu! Der wird einfach nur hin und her geschubst wie so ein Mobbing-Opfer. Okay, darüber sollte man eigentlich keine Witze machen. Hoppla! Aber guckt ihn euch an! Es sieht schon lustig aus. Ah! Unsichtbare Blöcke. Und der hält aus. Hey, ich hab das Wunder gefunden. Ich bin selbst ein Ballon. Heißt das nicht, zerplatzt jetzt genauso einfach wie die? Nein, lass mich fliehen. Kriege ich den vielleicht? Pff. Moment mal, ich habe die Steuerung noch nicht ganz verstanden. Wie genau funktioniert das Ding? Allein mit dem Steuerkreuz? Nee, ich kann auch den Knopf drücken. Ich habe nur nicht wirklich... Ich fühle nicht, was das für einen Effekt hat. Jetzt kann ich gar nichts mehr machen. Ich dachte, diese Weltraumsteuerung wäre schlimm, aber die hier ist noch schlimmer. Vor allem, weil der sich immer eigenständig bewegt. Ja, du kannst gar nicht anhalten. Du fliegst einfach die ganze Zeit in irgendeine Richtung. So, jetzt habe ich das Ding mal. Ich wollte doch so gern mal die Combo machen. Aber ich glaube, die Steuerung lässt das nicht zu. Nope. Ah! Ich glaube, das ist das erste Mal, dass mir die Zeit ausgeht und ich das nicht schaffe. Wie kann ich denn euch zerstören? Oh, da hätte ich bestimmt den Stern gebraucht. Wie ungünstig. Die sind da auch noch festgeknotet. Kriege ich nochmal einen Stern? Danke. Ah, geschafft. So, keine Ahnung, was ich genau davon hatte, aber ich nehme es einfach mal so hin. Schneller, Mario! Platz zu Beral. Abführtropfen. Okay, wenn jemals ein Custom-Level mit diesem Ding hier gemacht wird, bin ich raus. Für immer. Dann hänge ich meine Karriere an den Nagel. Die geben noch nicht mal Combo hier. Die zerplatzen einfach. Ich habe nur noch 14 Sekunden. Da ist er. Jetzt gönne ich mir aber noch hier. Stress pur. Ey, sobald man mir die Kontrolle über den Charakter entzieht, ne? Ist Sense. Oha. Dankeschön. Das heißt, ich habe hier alles. Oh. What? Die Hitboxen waren interessant. Ah! Ey, bloß nicht. Lass mich jetzt nicht noch abstürzen. Ist das das Ziel? Oh nein. Der Endspurt. Als ob. Hammer. Diese Welt ist also bisher sehr, sehr interessant, ne? Er sagt Bye-bye und der andere sagt Hallo.
Klingt zumindest so. Primelchen. Oha, sollen wir das noch machen? Ja, komm, das machen wir noch. Um was handelt es sich denn? Eine Verschnaufpause mit den Balloink-Hüpfern. Balloink. Balloink. Balloinks zerplatzen, wenn sie von unten getroffen werden. Was ist das denn? Hä? Ich will nicht mit der Mütze cheaten. Das war da echt alles viel zu einfach, ne? Naja, es ist trotzdem einfach. Es ist ja nach wie vor eine Verschnaufpause, aber... Was genau ist denn dieses Steuerrad oder so? Ist das ein Zahnrad da in der Mitte? Ist das nur eine Plattform? Mehr nicht? Alright. Sieht halt so aus, als könnte man dran drehen und dann passiert was Lustiges. Aber man will nicht, dass lustige Dinge passieren. Ja genau, dann gehen wir beim nächsten Mal hier hoch, würde ich mal sagen. In die Roink. Es gibt also Balloink und Roinks. Und was ich jetzt nochmal kurz mache, ich gehe zurück in die Güldenfälle. Es kann natürlich sein, weil das halt auch keine Welt ist, die von Bowser Jr. invasiert wurde, dass es hier tatsächlich keinen Secret Exit gibt, aber ich kann das irgendwie nicht glauben. Weil die Spezialwelt sieht ja schon ein bisschen so aus, als gäbe es von jeder der sechs Welten auch einen Eingang hierhin. Ich suche einfach mal die Map ab und guck. Obwohl man hier gar nicht so... Hier hat man nicht mal die Freiheit, irgendwo hinzulaufen, deswegen... Man ist da eigentlich schon ziemlich gefangen auf dem Weg. Der einzige einigermaßen freie Bereich ist hier oben. Und hier gibt es auch irgendwie nichts Auffälliges. Hier ist halt echt nichts, ne? Vielleicht hat es doch was zu bedeuten, dass hier kein Haken dran ist. Oh, du bist zurück? Das hatte ich nicht erwartet. Wünschst du dich noch schwierigen Prüfungen zu stellen? Ja, ja. So soll es sein. Ich werde dir einen geheimen Pfad am Wasserfall öffnen. Viel Vergnügen. Fump. Und weg ist er. Und weg ist er. Möchte ich? Oh. Das ist es also. Man muss nochmal hierhin zurück. Ah, Symmetrie. Und jetzt habe ich hier einen Haken dran, Tatsache. Ja gut, dann machen wir das beim nächsten Mal. Freue mich drauf. Bis dahin. Ciao.